So, diese Aufnahmen mache ich jetzt also quer durch den Verkehrslärm. Ihr seht ja, ich bin hier mitten in der dicht befahrenen Zone. Mache ich jetzt mit dem Feiyu 3-Achsen-Gimbal. Und zwar, das ist der Feiyu 3G oder G3. Jedenfalls mit Ultra hinten dran, weil ohne Ultra ist es ein 2-Achsen-Gimbal. Und mit Ultra ist es ein 3-Achsen-Gimbal und es gibt mittlerweile auch einen G4. Der ist speziell für die Hero 4 gedacht. Ja, hier ist jetzt eine ganz normale Hero 3 Black Edition drin. Im Moment seht ihr, ich laufe und halte diesen Handgimbal praktisch an seinem Handgriff in der Hand und will mir nachher mal ansehen, wie stark, ja, also wie gesagt, die typischen Gehbewegungen trotzdem noch durchschlagen. Wenn ich jetzt mal ganz versuche, still zu halten, sieht das Ganze so aus. Wahrscheinlich kommt noch irgendwas von den Schritten mit durch. So, das war jetzt also das. Jetzt drehe ich mich mal in die Pampa und laufe quer zur Pampa. So, normale Schrittgeschwindigkeit. Ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten mit dem Gewackel, aber ja, normalerweise würde einiges durchkommen. Jetzt schalte ich ihn mal um. Jetzt bleibe ich stehen und schalte ihn um auf 1, 2, 3. Nee, Entschuldigung, das ist falsch. Ich muss ihn 21, 22 festhalten. Es bleibt die Richtung geblockt, also kein Follow mehr. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt nebenher jogge. Neben der Richtung. Bleibt immer stur in diese Richtung. Das heißt, egal wo ich hingehe, er dreht nicht mit, er bleibt immer dahin. Und da er 300 Grad drehen kann, komme ich da auch ins Spiel. Jetzt drehe ich mich einmal um mich selbst. Ja, da ist der Anschlag. Also einmal rundherum, er kann 300 Grad, kann er rundherum. Jetzt stelle ich ihn wieder auf normal, so einmal. Jetzt folgt er wieder dem Griffe. So. Jetzt jogge ich mal ein bisschen in die Richtung. Mal gucken, wie sehr das nachher wackelt. So. Jetzt schalte ich um mit Klick-Klick auf den Follow-Me-Mode, auch vertikal. Das heißt, ich kann auch jetzt nach oben und nach unten filmen. Dann folgt die Kamera schön langsam verzögert dem, ja, Griff, dem Blickwinkel, in dem ich schaue. Zum Beispiel da unten oder auch nicht da unten. Okay, jetzt schalte ich also mal wieder in den normalen Modus mit. So, jetzt schalte ich den Gimbal komplett aus, nehme die Kamera in die Hand und jogge damit jetzt mal. Also so hätte das eben ohne Gimbal ausgesehen, ohne diesen Handheld. Jog, jog. So, jetzt gucke ich mal in die Richtung, wie ich es eben gemacht habe. Jetzt gehe ich mal ein paar Schritte. Ja, ist bei Video immer wichtig, dass man sagt, was man tut. Die Leute merken es sonst ja nicht. Also sieht alles ohne Gimbal jetzt. Freihand. Also ist zwar noch am Gimbal verschraubt, aber ich habe ihn jetzt komplett in der Hand. Dass es nicht ganz so wackelig wäre, als wenn das Ding zwischen zwei Fingern klemmt. Ich meine, die GoPro ist ja nicht sehr groß und hat auch nicht wirklich einen Griff. So. Jetzt schalte ich den Gimbal mal wieder ein. Ups. So, und jetzt mal gucken, wie weit ich hier im Unterholz komme. Ja, so sieht das neben meiner Haustür aus. Praktisch, ne? Absichtlich die Trittgeräusche drin, weil auf die Art merkt man, wie sehr ich eigentlich durch die Gegend hoppele. Ich bin schon sehr neugierig darauf, wie viel davon nachher übrig bleibt, wenn ich mir das gleich auf Video mal ansehe. Das ist mir zu steil und zu schlüpfrig, das auch, aber da gehen wir hoch.
die Erwachsenen ja zum Glück Handgriffe. Und jede Menge Brombeeren, über die ich klettern muss. So. Noch mehr Brombeeren. Ja, zum Glück sind es keine Brombeeren oder gar Problembeeren, die hier wachsen. Da kommt es jetzt schwierig werden. Doch, ja. So, ich schätze mal, das reicht auch. Jetzt. Es wird doch langsam anstrengend. Im Moment habe ich den Griff die meiste Zeit senkrecht gehabt. Teilweise aber auch mal schräg. Jetzt mache ich mal horizontal, als würde ich eine Aktentasche tragen. Mal, jetzt dürfte ich wohl genug Material haben, aus dem ich mir irgendwas zusammenschnitzen kann. Ja, jetzt gucke ich ein bisschen länger in die Kamera, weil wer weiß noch, was da nachher davon übrig bleibt. Meine Kamera dreht sich nicht mit, sehr praktisch. Die Geschwindigkeit, wie schnell die Kamera diesen Drehungen übrigens folgt, lässt sich einstellen. Aber trotz des USB-Anschlusses, es geht auch nicht so weit, dass man wie beispielsweise beim berühmten China-Gimbal Zugriff auf die einzelnen Parameter hat. Man kann buchstäblich ein, zwei Kleinigkeiten einstellen und eben diesen, ja, dann Follow Me, wie schnell er um die Hochachselmitte geht. Das ist jetzt der normale, dann gibt es noch Fast und Slow. Das war es dann im Prinzip auch. So, jetzt ist mir auch zu nass und vor allen Dingen zu kalt.